Moin Leute, am 24. April 2020 erscheint Teil Rake Extraction mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle auf Netflix. Und ja, das ist eine neue Folge Nerdcheck. Ich bin Dennis, viel Spaß, bis gleich. In diesem Action-Thriller steht der furchtlose Söldner Tyler Rake vor seiner tödlichsten Mission, der Rettung des entführten Sohnes eines Drogenbarons. Ja, wir sind in dieser Welt bei Tyler Rake in Bangladesch, in Indien, und dieser Film geht 1 Stunde 54 Minuten. Ist, ich glaube, ein Netflix-Original. In den Hauptrollen spielen natürlich Chris Hemsworth und David Harbour und noch einige andere aus dem indischen Bereich, sagen wir mal, mit. Natürlich hier Regie führt, also Regiedebüt angemerkt, macht das hier Sam Hargrave, den man eher als Stunt-Coordinator von Deadpool kennt und auch Infinity War, also vielen Bereichen, wo man wirklich actionlastige Szenen hat. Und das kommt dem Film wirklich zugute. Komme ich auch ein bisschen später zu. Dann geht's weiter. Autor ist hier auf jeden Fall Joe Russo, der auch das Skript und natürlich auch dieser Film basiert auf diese Graphic Novel Ciudad. Ja. Und was ist das auf jeden Fall? Ein Action-Thriller. Und wenn, dann muss man auch sagen, teilweise ein sehr übertriebener, harter Action-Thriller. Die Szenen sind da dermaßen doch, ja, was heißt realistisch, eigentlich ja nicht. Es basiert ja auf einer Graphic Novel, kann man sagen, okay, aber teilweise übertrieben. Das ist aber auch schon, wo ich ein bisschen vorpresche, ein Kontra. Aber man muss sagen, dieser Film ist auf jeden Fall sehr kurz und knackig, auch wenn der eine Stunde und 56 Minuten geht. Man kann echt sagen, die Szenen, es ist wirklich sehr modern gedreht. Die ganzen Kamerafahrten, die man so einspielt, die, wenn es wirklich zu diesen Verfolgungsjagden gehen, wirklich so schön anzusehen als Zuschauer. Gerade auch die Locations, wenn man das dann so sieht und da fährt die Kamera so einmal ein bisschen rum und natürlich in der Szene wird dann Action rumgeballert. Aber man muss sagen, das dauert ein wenig, bis es wirklich zu Action kommt. Ich glaube, zu ca. 30 Minuten, dann geht es wirklich los. Man muss natürlich noch ein bisschen Background-Story haben. Diese Story ist so ein bisschen, wo ich sagen muss, ist schon solide von Joe Russo geschrieben, aber verrennt sich teilweise so ein wenig bisschen, weil irgendwann ist das so, der Film wird sehr actionlastig und ja, man steigt da schon ein bisschen durch irgendwann, aber warum, wieso, weshalb, ist so ein bisschen, es ist irgendwann ein bisschen zu schnell. So, die schauspielerischen Leistungen, gerade so die Action-Szenen, muss man sagen, knallhart. Chris Hemsworth macht da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Figur. Und natürlich, klar, so dieser kleine Einlager von David Harbour ist auch in Ordnung. Die anderen kennt man gar nicht so groß einmal. Die machen wirklich ihre, aber so weit in der Schauspielklasse doch von überdurchschnittlich bis solide. Dann ist doch die Sache da, es ist wirklich ein Regiedebüt von Sam Hargrave. Der wirklich Stuntman und Stunt-Coordinator ist. Man merkt das so ein bisschen, dass er Deadpool mitgemacht hat, weil manche Szenen erinnert mich so ein bisschen an Deadpool, gerade so, ich will es auch gar nicht spoilern, aber wir haben da eine Brücke und ja, es ist einfach so, wo man sagen kann, manchmal ein bisschen viel übernommen, was den Film nicht schlecht macht, aber man muss sagen, da manchmal ein bisschen was Eigenes, trotzdem ist es ein Punkt, wo ich sagen muss, ist es in Ordnung. Ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall ein Film, der wirklich actionlastig ist und sehr brutal. Also manche Szenen sind wirklich sehr gut brutalmäßig inszeniert und die Fikes, das kauft man auf jeden Fall, den Chris Hemsworth, den Tyler Rake, den er hier ja Schauspieler hat, wirklich gut. Also das ist wirklich sehr gut inszeniert und allein auch die Shootouts, ne? Wenn da wirklich Schüsse kommen und so weiter, das ist teilweise sehr realistisch, wobei man aber auch manchmal sagen muss, auch sehr übertrieben. Man würde auch sagen, okay, das würde never ever gehen. Manche Leute sind ja wirklich Kampfmaschinen, die werden ja so gedrillt als Söldner. Aber manche Szenen sind da ein bisschen zu over the top. Daher weiß ich nicht. Da muss ich sagen, da gibt es auch einen Punkt Abzug von mir und auch nachher ein bisschen in der Storyline, die sich da wie gesagt ein bisschen verrennt. Und natürlich das Color Grading, das, was mir nicht so mal so gut gefallen hat, das war teilweise, wo ich sagen muss, fürs Auge so ein bisschen nicht so das Wahrste. Aber das ist dann eher Meckern auf hohem Niveau. Und ja, für ein Regiedebüt, das, was mal jetzt Amazon, also ja, ich sag mal, Netflix-Filme sind ja fast so ein bisschen wie Kinofilme. Natürlich laufen sie nicht im Kino, aber sie nehmen auf jeden Fall mehr Fahrt auf und werden immer auch besser, sag ich mal, produziert und hergestellt. Man merkt hier ist auf jeden Fall ein bisschen Geld drin. Die CGI-Effekte manchmal sind nicht so gut. Das muss man auch mal sagen. Action-Szenen wirklich gut umgesetzt, Special Effects,
Aber die CGI, man, da hat man wohl ein bisschen gespart. Geht in Ordnung, sieht auch manchmal ein bisschen gruselig aus. Das wollte ich nochmal ein bisschen anmerken. Aber ansonsten ist es wirklich ein solides Regiedebüt von Sam Hargrave. Die Story hinkt an manchen Stellen, aber man kann sich auf jeden Fall diesen Streifen sehr gut angucken. Und ein Chris Hemsworth in Top-Fit in dieser Rolle, der wirklich da super reinpasst. Und ein Ende, was natürlich nicht zu Hollywood passt normalerweise. Das seht ihr alles in Tyler Rex Extraction. Ich würde diesem Film ja eine 6,5 von 10 geben. Hat mich doch sag mal, unterhalten auf jeden Fall, wenn man Action gucken will. Man will mal sein Gehirn ausschalten. Aber ansonsten ist es wirklich ein guter Actionfilm mit wenigen Filmfehlern. Nicht so wie bei Six Underground. Aber ja, was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal gerne Kommentare schreiben. Ich bin jetzt so gesehen raus. Lasst gerne ein Like hier, lasst gerne ein Abo hier. Bis dann und ciao und bam.